Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und im heutigen Video möchte ich den Soft Vinyl Scare Glow von Mondo genauer unter die Lupe nehmen. Hier in der schön gestalteten Box. Und die Box hat auch ein Special Feature. Genau wie Scare Glow leuchtet sie im Dunkeln. Sieht großartig aus. Hier Scare Glow im Sichtfenster und außen herum die Höhle. Dargestellt durch die glowende Dark Beschichtung. Und auch der Name Scare Glow leuchtet im Dunkeln. Eine tolle Idee. Und die Box wieder im Licht. Meine kam leider verdellt aus dem Mailer, hier links oben zu sehen. Ich habe Mondo aber bereits angeschrieben und bekomme eine Ersatzbox. Dann Scare Glow selbst im Sichtfenster. Und außen herum die Höhlenlandschaft in der grünen Glow in the Dark Beschichtung. Und links unten der Hinweis darauf. Dann der Name Scare Glow. Und dieser ist auch auf der Oberseite zu finden, zusammen mit drei Fledermäusen. Auf der Seite ebenfalls der Name, das Masters of the Universe Logo und der Hinweis, dass es sich um eine Soft Vinyl Figur handelt. Die Unterseite wie immer relativ unspektakulär. Mit einigen Verbraucherinformationen und die andere Seite. Auf der Rückseite ist wieder die Höhlenlandschaft zu finden und in der Mitte eine kurze Biografie. Und unten alle beteiligten Personen. Die Box lässt sich wie immer oben an der Lasche öffnen. Und dann kann man den Blister Tray herausziehen. Wie immer ist alles sicher verstaut. Und hier nun Scare Glow samt Zubehör aus dem Blister befreit. Die helle Bade liegt in zwei verschiedenen Versionen bei. Einmal aus Glow-in-the-Dark-Material, wie damals bei der Vintage-Figur bei der europäischen Version. Und die grüne helle Bade von der US-Version. Einfach riesengroß. Dann ist natürlich auch der Umhang dabei. Hat seitlich einen Draht eingearbeitet. Und es gibt sogar einen Wechselkopf. Gefällt mir persönlich sehr gut. Mit einem leichten Wash. Generell ist der Kopf sehr leicht. Sieht toll aus mit den roten Augen. Und dann die Figur selbst, die wirklich riesig ist. Hier zunächst der Kopf. Natürlich 1:1 an das Vintage-Vorbild angelehnt. Und dann der durchsichtige Körper mit dem Skelett innen. Und das leuchtet im Dunkeln. Sieht einfach nur großartig aus. Hier der Arm. Dann die andere Seite. Das Material des Oberkörpers ist flexibel und kann zusammengedrückt werden. Fühlt sich aber definitiv wertig an. Hier das Skelett von hinten mit den Schulterblättern.
dann die Hose und die Beine. Hier sieht man ebenfalls die Knochen. Der Gürtel hat einen schönen Metallic-Glanz. Und dann die Füße, die tatsächlich etwas lang geraten sind. Ist aber wahrscheinlich so wegen der Standfestigkeit. Und hier nun das Ganze im Dunkeln. Einmal der Wechselkopf. Dann die helle Bade. Ich habe das Ganze nur kurz unterm Licht aufgeladen. Der Leuchteffekt ist aber wirklich enorm. Und dann Scareglows selbst. Sieht einfach super aus mit dem Glow-in-the-Dark-Effekt. Das Skelett kommt hier sehr schön zur Geltung. Dann die Beine. Und die Rückseite. Mit der Wirbelsäule, die in den Kopf übergeht. Und hier nun Scareglow voll ausgestattet, mit Umhang und helle Bade. Macht wirklich ordentlich was her. Die helle Bade lässt sich problemlos in die Hand geben. Um den Umhang anzubringen, muss man den Kopf abmachen. Und der Umhang hat, wie gesagt, an der Außenseite Draht verbaut. Lässt sich somit schön positionieren. Die helle Bade kann man einfach herausnehmen. Und dann die andere einfach einstecken. Und schon hat man die US-Version. Die Figur ist zwar nicht sonderlich schwer, lässt sich aber aufgrund ihrer enormen Größe gar nicht so leicht händeln vor der Kamera. Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle auch wieder Vergleiche mit weiteren Versionen nicht fehlen. Hier ist Scareglow auf Vintage-Karte, in dem Fall die US-Version mit der grünen helle Bade. Man erkennt sofort die Gemeinsamkeiten, gerade beim Kopf. Der Körper unterscheidet sich natürlich deutlich. Man sieht hier auch, wie riesig der Soft Vinyl Scareglow ist. Und dann geht es direkt weiter mit der Classics Version. Ebenfalls eine tolle Umsetzung. Grundsätzlich am Vintage-Vorbild orientiert, aber auch mit einigen Updates. Und dann noch der Vergleich mit der Origins-Version. Der Größenunterschied ist wirklich enorm. Ist ebenfalls eine sehr schöne Version von Scareglow. Und wie bereits erwähnt, gibt es auch einen Wechselkopf. Und dieser ist hier zu sehen. Lässt sich problemlos wechseln. Gefällt mir persönlich ebenfalls sehr gut. Der leichte Wash sieht einfach super aus. Scareglow scheint bei Mondo sehr beliebt zu sein. Neben dieser Version gibt es noch eine zweite Soft-Vinyl-Version, die bereits released wurde, und es sollen noch zwei weitere folgen. Und es gab bereits zwei Scareglows im 1:6 Format. Links die erste Version und rechts die zweite.
Auch hier sieht man im Vergleich den enormen Größenunterschied. Und hier rechts Careglow im klassischen Stil. Für mich nach wie vor eine der besten Scareglow-Versionen überhaupt. Sieht einfach fantastisch aus. Und natürlich leuchten alle drei im Dunkeln. Den Glow-in-the-Dark-Effekt fand ich als Kind schon immer großartig. Und hat auch bis heute nichts von seiner Magie verloren. Und hier noch einmal Scareglow samt Zubehör vor der Box. Ich bin absolut begeistert von der Figur. Und es soll ja sogar noch ein Scareglow von Mondo im 1:6 Format kommen. Und zwar mit seinem Pferd Scaremare. Es kann nie genug Scareglows geben, meiner Meinung nach. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.